So, Luigi. Herzlich willkommen zurück in der Show. Buonasera. Was kochen wir heute? Ich kann nicht sagen, dass wir Gnocchi selber machen. Hast du doch aber gerade gesagt. Ja? Oje. Wie geht's uns? Gut. Ich freue mich auf Gnocchi. Aber welche Soße machen wir? Ich werde 3 verschiedene Soße vorschlagen. Die überlegen wir uns noch, aber sagen sie noch nicht. Das werdet ihr gleich sehen. Viel Spaß dabei. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin für jede Show bereit. So, um Pasta zu kochen, brauchen wir natürlich auch Zutaten. Die große Frage ist, welche Pasta kochen wir heute? Das hat sich noch nicht entschieden. Die Diskussionen laufen heiß. Wir wissen, dass es Gnocchi geben wird. Aber welche Soße steht noch offen oder welche Soßen? Es könnten auch mehrere werden. Sabrina möchte ein Steak essen, David möchte auch Fleisch. Luigi, ich, es ist kompliziert, aber wir lösen das Problem. Seht ihr, das ist das Ding, wir kochen Pasta. Wir kochen und du legst Pasta Fleisch in den Einkaufswagen. Dieser Pastrami, was da? Jeder macht sein eigenes Zeug. Wir haben Luigi verloren. Wir sind in der Italien-Abteilung. Luigi ist wieder heimgefahren, ich hab keinen Bock mehr. Luigi! Ragazzi, questo che sta filmando è un criminale, ha mangiato e non vuole pagare. Hat sich leider angehört. Wir wissen zwar nicht, was es heißt, aber es hat sich gefährlich angehört. Gli italiani li vedi da lontano, proprio. Vedi, si vede proprio. Wow, wow, wow. Italiano getroffen. Te hello! Hello. Why, why, why? Peace, yes. You're on Lucas Channel Live TV. Why? Noch einmal, why? Why? Yeah. Dreimal sind wir hier Meier gegangen in der Garage. Kein Mensch weiß was Meier gehen heißt. Kein Mensch weiß, was Meier gehen heißt? Ja. Du lebst in Wien, Bro. Von den Leuten, die das gerade zuschauen. Du nimm mich ja così, anime core. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück in der Küche von Barschles. Fragst mir, was wir kochen. Was kochen wir? Allora, Lukas, wir kochen heute Pommes, Chips, dann machen wir Schokolade, wir backen selber die Donuts. 2 Stunden später. Und es wird bereits gekocht. Sieht immer noch nach allem anderen aus als ein Pastaabend, aber wir nähern uns der Sache. Alter, voll in mein Auge rein, Alter, und meine Nase. Endlich bringst du Endlich! Lange hab ich auch nicht mehr. Okay, hab ich noch nie, Alter! Da wird sich jemand freuen. Ist es für mich? Ja, Snack. Standard-Sandwich. Halbwerk, Braten, Nachmittag, Abend, klassisches Essen, zum Beispiel Wiener Schnitzel, dann Seestadt, weißt du, was das ist, zum Abschluss eine Bar oder ein Kann man anfangen damit? Ja. Ist okay, oder? Okay. Wir machen Carbonara di Mare. Was haben wir jetzt hier alles auf dem Brett? Das sind Calamari, Miesmuschel, Bongole und irgendwelche Tiere von mir. Ah, okay. Was ist so dein Aufgabenbereich heute? Ich kann zuschauen. Was ist dein Aufgabenbereich heute? Eine Grillplatte, gib das doch auf. Bisschen Butter, Salz, Pfeffer. Das ist eine Pfanne auf der Grillplatte. Das ist der echte Lukas. Was ist deine Aufgabe hier, Herr Story? Snacken. Snacken, gell? Bis man hier was zum Essen kriegt, ist Mitternacht. Da beschwert sie sich auch noch, ja. Jemand, der einen guten Cappuccino will, jetzt habt ihr die Chance. Hafer, Bio, nein, zu Hause. Du bist heute auf Fashion Killer unterwegs, die Hose. Das trage alles richtig krass. Sieht richtig gut aus. Ich höre Umo 361. Luigi 361. Du bist Bescheid. Mal kurz festhalten, dass da hinten gerade Schnitzel gemacht werden. Wir wollten einfach nur Gnocchi machen. Gnocchi mit Tomatensauce und Gnocchi Carbonara di Mare. Das war der Plan. Jetzt haben wir Süßigkeiten stehen für 4 Wochen. Einer macht Steak, einer macht Pastrami-Sandwiches und der andere macht, okay, ist eigentlich David. David macht alle die 3 Sachen. Jetzt wir vorbereiten die Carbo-Creme. Parmigiano, Uova. Und Eigelb, oder? Eigelb. Uova, Eigelb. Carbonara. So, ragazzi, la nostra Carbo-Creme è pronta. Mmh. Also wenn Lukas kocht, sieht das nicht immer so aus, aber... Luca, der Steak. Hey! Schneiden wir das Steak an. Ich glaube, das könnte sogar wirklich das erste Steak sein, das ich jemals gegrillt habe. Echt? Ich schwöre. Geht. Es ist okay. Ne, ich find's gut. Es hätte ein bisschen mehr rosa sein können, aber es ist okay. Okay, wir probieren. Jetzt offiziell. Ist okay. Ist okay nur? 6 von 10 oder okay, ist 5 von 10, Bruder. Ist nicht mal, ist eine 5 von 10. 7 vielleicht. Das ist auf jeden Fall gut dann. Ich finde es geil. Ist auch immer noch ein Lidl-Steak, ja.
got a lot of potatoes. Patate. Patate. Der Gellos, ne? Ey, ist ein motherfucker Barista, jetzt ist er live. Mario G, komm. Der ist geil, der ist lecker. Wir schauen, was da abgeht. Sag hallo, das ist unser Freund. Der ist der Tito, oder was? Ey, das ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Basli Sando Katsu, Tamadi Kapi. Elias ist eigentlich Vegetarier. Aber komischerweise, jedes Mal. Ja, wie läuft das Vegetarierleben gerade so? Vegane Pizza. Ich habe das erste Mal Mario Stöhn hören. Und es hat nur mit heißen Kartoffeln zu tun. Naja, in Napoli sie dice, abadade sem babadade. Was heißt das? Naja, wenn wir es ihnen alleine sagen. Okay. Gnocchi, eine Kilo mehlige Kartoffeln, nichts festkochende, wie wir gehabt haben. Zuerst muss man kaufen eine Kartoffelpresse, was wir auch nichts haben. Und wir machen Gnocchi, ohne dass wir die Gnocchi machen dürfen eigentlich. Wir rollen einfach ein Stück von dieser Kartoffelmasse. Okay? Mehr oder weniger eine große Schlange, die du glaubst. Passt immer den Spachtel in Mehl baden und sonst klebt die Gnocchi auf die Spachtel. Danach immer viel Mehl. Gnocchi müssen im Mehl gebadet werden, sonst klebt es dann einfach. Nicht so viel Druck. Genau, so, in der Richtung. Yeah, yeah. Es läuft. Und wieder. Verrückt. Während die Wasser kocht, wir vorbereiten. Ohne Milch, Bruder. Wallah, Bruder, ohne Milch. Zeig's mir. Wieso schmeißt du weg? Was ist gemacht? Das ist Pfeffer angerüstet, oder? Ah, ja, genau, ein bisschen zu viel. Alle infiziert. Versuch Nummer 2. Cut my noodle. Cut me. Eat my gnocco. Gnocco? Das hört sich so geil an. Touch the noodle, though. Das sind alles verschwendete Gigabyte. Hast du den Nudelteig gerade so gegessen, oder? Das schmeckt doch noch, oder? Doch, ist wohl lecker. Ah, schmeckt echt nicht schlecht. Wow. Nice Outfit, ist von Balenciaga. Yeah, yeah. Ist vintage, yeah. Du hast sogar eine Hand hinten drauf. Boah, das schmeckt gut, Mann. Das ist nicht so. Das ist eine fletten Gnocchi. Hey. Good one, yeah? No. Verpasst, Elias. Verpasst. Oh! Männer sind so simpel, gell? Ja? Ah! Nochmal, wir faken das. Okay, Louis! Yeah! Hab ich was verpasst? Ey, ich schwöre, er kann niemals in den Block rein. Geht's dir aber? Oh. Wie geht's? Gut. Du siehst die gleiche aus oder lachst du noch? Die sind kommen eh auf einmal. Oder? Auf einmal siehst du Blut. Ah, sobald die oben sind, raus, Jumpy Needle. Popcorn aus Napoli. Popcorn aus Napoli. Stehen jetzt vier erwachsene Männer da rum und schauen den Nudeln zu, wie sie hochkommen. Meine Nudel ist lange nicht mehr hochgekommen. Robert Pasta. Pass auf deine Finger auf, Junge. Just two guys whipping some noodles. Lukas, dann anschauen, wie die Hand verkrampft. Wow! Yo, yo, yo! Luigi hat trainiert in der Jugend. He whip! Man wird glauben, dass er ein Boomerang. Mit Liebe, hä? Ja, jeder kennt die Carbonara. Ei. Pecorino Romano. Pfeffer. Guanciale. Und die Guanciale haben wir heute ausgetauscht mit Meeresfrüchten. Deswegen Carbonara die Mare anstatt Guanciale. Und was haben wir hier, Luigi? Das haben wir Gnocchi, Pomodoro und Basilico. Für die Leute, die keine Meeresfrüchte essen können. Es tut mir leid für die Leute, aber es schmeckt auch gut. Das. Juma, damit einer keine Paste essen kann. Haben Sie mehr? Auf ja? Luigi, auch auf Mario, ja. An die Gäste. Der aufgrund seltsamer Vorkommnisse nicht mehr sprechen kann. Is what it is. Mm. It is what it is. Der Tintenfisch. Ja.
Zurück in Napoli. Ja, schmeckt das? Schon besser. Ein bisschen Salz fehlt. Bisschen Salz? Mhm, aber die Gnocchi sind Bombe. Mhm. Schön gartig. Was sagt Luigi? Ich sage, habe ich bessere gegessen. Aber leider diese Meeresfrüchte sind gut. Delicious. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace. David ist auf dem Fleisch gesessen. Jetzt haben wir nur noch ein Steak. Heißt, ich muss das Schnitzel nicht mehr klopfen.